Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Video von zu einer weiteren Folge Quiz. Auf jeden Fall machen wir heute zwei Quizzes und versuchen die Frage zu beantworten, wie sexy ich bin. Ich habe diese Quizzes auf testlich.de gesehen, fand es mal ganz lustig, das mal auszuprobieren. Mal gucken, ob wir gut abschneiden, ob ich sexy bin oder nicht. Und viele Leute, die das gestrige Video verpasst haben, sich fragen, wieso ich zwei Wochen keine Videos gemacht habe, schaut euch auf jeden Fall das Video von gestern an. Da erzähle ich ein bisschen darüber, wieso ich zwei Wochen keine Videos gemacht habe. Aber auf jeden Fall danke für die mega netten Kommentare unter dem Video. Aber fangen wir direkt an mit der ersten Frage und die lautet, welche Haarfarbe hast du? Blond, braun, rot, schwarz oder gefärbte Haare? Ich habe schwarze Haare. So, die zweite Frage lautet, welche Augenfarbe hast du? Grün, blau, braun, grau oder haselnuss? Also haselnuss. Eine Augenfarbe. Ich sag mal braun. Also ich bin jetzt mal echt gespannt, was bei diesem Quiz rauskommt. Ob ich jetzt sexy bin oder nicht. Ich weiß es nicht. Schminkst du dich oft? Ach so, das Quiz ist einfach für Frauen. Aber egal, wir machen das Quiz von mal trotzdem. Die Antwortmöglichkeiten sind ja, jeden Fall. Full Face. Sehr leicht. Eher viel, aber trotzdem natürlich gar nicht. Also ich schmink mich gar nicht. Aber ich bin noch ein Junge. Wie lang sind deine Haare? Schulterlang bis zur Brust, bis zur Hüfte, bis zum Bauchnabel. Ganz gut. Ich habe einfach einen Frauenquiz gestartet. Ich dachte, das ist hier für neutral, also für Jungen und Frauen. Das ist aber, dann kommen ja komische Sachen raus, oder nicht? Weil ich weiß nicht, ob das so sexy ist, wenn eine Frau sich nicht schminkt und ganz kurze Haare hat, aber... egal, wir machen einfach mal weiter. Ist jetzt egal, das ist ein Frauenquiz, das passt schon. Kaufst du sehr oft Markenkleidung? Nicht unbedingt, Hauptsache steht mir. Ja, immer, nur wenn es mir gefällt. Nein, sowas machen nur... Okay, mag billige Sachen lieber. Ich kaufe eigentlich recht selten Markenkleidung, halt nur so Nike oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich als teure Marke gilt. Ich sag, nicht unbedingt, Hauptsache steht mir. Ich frage mich echt, was jetzt rauskommt, weil das ist halt ein Frauenquiz. Ich beantworte die Fragen als Junge. Mal schauen. Machst du Workouts? Nein, bin zu voll. Ja, dann finden mich die Jungs hotter. Manchmal, ja, ich fühle mich dann einfach besser. Also ich mag Workouts, also beziehungsweise gelaufen, aber was kann man denn sagen? Ich fühle mich dann besser. Das wird schon passen, glaube ich. Wie oft duschst du? Zweimal am Tag? Ja, wer duscht denn zweimal am Tag? Jeden Tag, das wird passen. Nur nachdem ich Sport gemacht habe, einmal in der Woche. Einmal in der Woche duschen, das klingt aber nicht gesund. Nie! Bestimmt duschst du nie, oder? Sagen jeden Tag, das passt so. Fällst du dich anders, wenn Jungs anwesend sind? Sicher, ich muss sie ja beeindrucken. Nicht unbedingt, ich bin besser drauf. Naja, schon wie jeder halt. Jungs. Es ist irgendwie komisch, wenn man als Junge gerade einen Frauenquiz beantwortet. Ich dachte einfach, es wäre so ein neutrales Quiz, so. Um einfach herauszufinden, ob man sexy ist oder nicht so. Aber das ist jetzt einfach ein Frauenquiz. Aber egal, wir sagen einfach, bin besser drauf, wenn Jungs da sind. Beziehungsweise wenn Mädchen da sind. Welche dieser Wörter schreibt sich am ehesten? Selbstbewusst, schüchtern, lustig, offen, desinteressiert. Ich würde sagen, lustig. Ich bin immer der eigentlich der Scheiße baut. Ich sage einfach mal lustig. Und wie sexy findest du dich selbst? Naja, schon sexy. Ich bin eine Bombe. Finde gar nicht sexy. Es geht um den Charakter. Meine Freunde sagen, ich bin sexy. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich sag einfach, naja, schon sexy, oder? Egal, wir gehen einfach mal zur Auswertung. Aber wir gehen mal zur Auswertung und was kommt raus? Wie sexy bist du? Wow, du bist sehr sexy. Was? Mit kurzen Haaren und ungeschminkt bin ich sehr sexy. Aber achte darauf, dass du natürlich bleibst und dich nicht verstellst. Aber achte darauf, dass du natürlich bleibst und dich nicht verstellst. Das ist also richtiges Deutsch. Aber anscheinend sind wir doch als Frau sexy, obwohl wir uns nicht schminken und kurze Haare haben. Ich dachte eigentlich, es wäre ein Jungquiz oder ein neutrales Quiz, aber passt. Anscheinend sind wir doch sexy und wir gehen mal direkt weiter zum nächsten Quiz. So, dieses Quiz ist anscheinend auch ein Frauenquiz. Ich weiß nicht, wie ich das immer hinkriege, aber die erste Frage ist, wie oft flirtest du mit Jungs? Wir sagen einfach jetzt mal, ich bin Junge und wir denken einfach jetzt mal, statt junge Mädchen, passt schon, oder? Eigentlich nie, ab und zu, hab einen Freund oder beziehungsweise Freundin, häufig täglich. Wer flirtet denn täglich mit Jungs und Mädchen? Da ist ja echt, da läuft's ja richtig. Sag einfach mal ab und zu so, ja, das passt. Wie kleidest du dich im Alltag? Naja, so wie ich mich wohlfühle, aber entspannt, sportlich und bequem, stilisch, stylisch, schlicht und einfach, meist freizügig, selbstbewusst und sexy. Ich würde sagen, ich ziehe mich eigentlich immer eher so an, wo ich mich wohlfühle. Zum Beispiel in der Schule ziehe ich auch immer so Sport-Jogginghosen an, weil es einfach viel entspannter ist als mit so einer Jeans. Also sagen wir einfach mal so, wie ich mich wohlfühle, passt. Schminkst du dich? Oh mein Gott, immer diese Fragen. Wieso gehe ich auf Frauenküsse eigentlich? Nie habe es nicht nötig. Oh, manchmal aber nicht viel. Schon aber natürlich immer und auch stärker. Ich sage, nee, ich habe es nicht nötig. Ich bin einfach so, ich bin einfach von Natur aus sexy, wisst ihr? Was hältst du von One-Night-Stands? Gar nichts. Entweder wahre Liebe oder einfach gar nicht. Nicht viel, aber eins oder zwei hatte ich schon. Okay. Komm, ist doch nice. Das sind meine meisten Kontakte. Ich würde sagen, ich weiß es nicht. Ist mir überfordert. Ich würde sagen, wahre Liebe gar nicht. Stimmt ja auch nicht. Das ist ja auch ein bisschen Bullshit, aber dann klicken wir erstmal darauf. Wie findest du dein Body? Wirklich zufrieden bin ich nicht. Sport würde mir auch gut tun. Ja, normal, ich mache nicht viel Sport, aber bin ich dick. Schon sexy, also meine Brüste und mein Arsch fallen schon auf. Bestimmt fallen mir als Jung
Brüste und Arsch. Wenn du halt junge Brüste hast, dann hast du so einiges falsch gemacht. Ich bin sportlich, aber nicht so viel Oberweite. Ja, ich würde sagen, das sind halt jetzt so Antwortmöglichkeiten für Frauen, ne? Ich sag einfach, ich bin sportlich, ich hab nicht so viel Oberweite. Alles klar. Gar nicht. Aber das tut weh. Nicht oft und wenn dann normal. Direkt mit Zunge und intensiv. Viel mit Grapschen und schön lange. Und ich frag mich natürlich, was mache ich hier schon wieder? Ich sag nicht oft und wenn dann normal, also gar nicht. Ja. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Schüchtern, aber hilfsbereit, offen und fröhlich, sexy und spielerisch, nachdenklich und intelligent. Ich würde sagen, ich bin offen und fröhlich. Also ich würde mal von mir sagen, ich bin offen und fröhlich, ich weiß es nicht. Ich klicke einfach mal, das passt, ich kläre einfach alles an. Die nächste Frage ist, wenn ein hübscher Junge dich anflirtet oder ein hübsches Mädchen, bringe ich kein einziges Wort heraus? Okay. Sage ich, dass ich das gerade nicht kann, mir ist das unangenehm, gehe ich auf seine Worte ein, fasse ihn an und frage ihn nach einem Date. Alles klar, Mann. Was mache ich denn dann? Ich würde eigentlich sagen, gehe ich auf seine Worte ein oder nicht? Ich würde einfach sagen, gehe ich auf seine Worte ein, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich sage einfach, ich gehe auf seine Worte ein. Und die vorletzte Frage ist, wer soll den letzten Schritt machen? Mädchen oder Jungs? Niemand. Hä? Okay. Definitiv die Boys. Der sich dafür bereit fühlt, ganz egal welches Geschlecht. Ich mache eigentlich immer den ersten Schritt. Ich würde sagen, der sich dafür bereit fühlt, egal welches Geschlecht, würde ich eigentlich als beste Antwortmöglichkeit wählen. Und was willst du auf deinem Date machen? Im Kino eine Komödie angucken? Ein romantisches Dinner im Restaurant? Ein kuscheliger Abend zu Hause, Netflix und Chill oder was? Und irgendetwas mit anderen. Also als Date, wenn du als Date etwas mit anderen machst, ist ja kein Date mehr, außer du machst es halt mit deinem anderen Paar, das ist ein Doppeldate, aber ich würde sagen, kuscheliger Abend zu Hause oder romantisches Dinner im Restaurant, ich weiß es nicht. Ich klicke einfach auf kuscheliger Abend zu Hause, das passt halt immer, muss ich doch nichts zahlen. Und wir gehen auf Auswertung und wie verführerisch bist du? Du bist sexy, aber viel Erfahrung hast du nicht. Also trau dich mehr und lass dich verführen, mit ein bisschen mehr Mut verführst du auch alle im Hand. Umdrehen. Das heißt, ich bin sexy, aber bin nicht selbstbewusst, oder was? Das tut natürlich weh. Aber okay, Leute, ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Ich finde auf jeden Fall diese Quizze sehr lustig, weil ich mehr davon machen wollte. Lasst euch für ein Like und ein Abo da. Ich würde es auch freuen, wenn die Glocke aktiviert, wenn ihr ehrenvoll seid. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis morgen 20 Uhr. Schaut wieder vorbei. Ich bringe jetzt Daily Videos. Schaut euch das Video von gestern an. Ganz interessant. Ich laufe wieder zu viel und bis zum nächsten Mal. Ciao.